herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr Discord auf eurem Windows-Rechner installiert und ich führe euch kurz durch die einzelnen Funktionen von Discord am Beispiel von unserem Jugendtreff-Logo. Viel Spaß! Als erstes öffnet ihr euren Browser und gebt oben in der Zeile www.discord.gg ein. Dies führt euch auf die Discord-Seite. Ihr klickt nun auf den Button für Windows herunterladen, um die Installationsdatei auf eurem PC zu laden. Alternativ könnt ihr Discord auch in eurem Browser öffnen. Wenn ihr das Programm heruntergeladen habt, führt die Installationsdatei aus. Im Startbildschirm von Discord könnt ihr eure E-Mail-Adresse und euer Passwort eingeben. Wenn ihr noch keinen Discord-Account habt, klickt bitte unten auf Registrieren. Nun könnt ihr ganz einfach einen Account erstellen. Ihr gebt dazu eine E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen und ein sinnvolles Passwort an. Im Anschluss müsst ihr noch die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptieren, indem ihr ein Häkchen setzt. Klickt dann auf Weiter und schon ist euer Account erstellt. Um Discord dauerhaft zu nutzen, müsst ihr eure E-Mail-Adresse noch bestätigen. Ihr bekommt dazu eine Mail an eure angegebene Adresse, die ihr dort dann bestätigen müsst. Klickt dazu auf die entsprechende E-Mail und folgt dem Link in der Beschreibung. Klickt auf E-Mail verifizieren. Die Seite leitet euch weiter auf Discord. Dort müsst ihr noch bestätigen, dass ihr kein Roboter seid. Und schon seid ihr registriert. Bei mir hat das Ganze etwas gedauert, bis ich die Mail bekommen habe. Lasst euch dadurch nicht verunsichern, schaut einfach regelmäßig in euer Postfach und macht die Verifizierung, sobald die Mail gekommen ist. Um eine sinnvolle Reihenfolge der Schritte im Video beizubehalten, habe ich die spätere Verifizierung vorgezogen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass immer noch oben dort steht, E-Mail-Adresse bestätigt. Wir haben Discord installiert und versuchen jetzt, einen Server hinzuzufügen. Als Beispiel nehmen wir das Logo unseren virtuellen Treff. Wir gehen dazu auf Facebook in unserem Beispiel, geben Jugendtreff Logo ein, bestätigen dies und scrollen etwas auf der Seite hinab. Dort findet ihr eine Übersicht, wie wir für euch erreichbar sind. Hier findet ihr den Discord-Link, den ihr am besten kopiert oder euch abschreibt. Ihr findet den Link nicht nur in unserem Facebook-Profil, sondern auch auf Instagram. Gerne schicken wir euch auch eine persönliche Einladung mit Link, wenn ihr uns anschreibt. Nun müssen wir uns auf dem Server anmelden. Dazu öffnet ihr Discord, klickt oben links auf das Plus-Symbol und dann auf Server beitreten. Hier gebt ihr nun den Link ein, den ihr euch vorher kopiert habt und drückt ebenfalls wieder auf Beitreten. Herzlich willkommen im virtuellen Jugendtreff Logo. Als neuer Besucher könnt ihr folgende Seiten sehen: Begrüßung und Hausordnung, Beratung und Hilfe und unten ein Voice-Channel Begrüßung. Im Text-Channel Begrüßung und Hausordnung könnt ihr zuerst unsere Hausordnung lesen. Das sind alle geltenden Regeln für den virtuellen Jugendtreff-Logo. Als nächstes schreibt bitte unten in die Zeile, wer ihr seid und was ihr hier auf dem Server wollt. Wenn ein Administrator gerade online ist, wird er euch entsprechend eurer Begrüßung danach freischalten. In meinem Fall bekomme ich die Benutzerrechte des Besuchers zugewiesen. Was ihr an der Veränderung der Schriftfarbe im rechten Bildschirm beobachten könnt. Nun bietet der Jugendtreff weitaus mehr als am Anfang. Ihr seht nun auf der linken Seite weitere Text-Channels und weitere Voice-Channels, die eurer Unterhaltung dienen. Wir haben dazu verschiedene Rubriken wie Thekenraum, Spieleschrank, Challenge of the Week,
Hausaufgaben, Lesenswert, Musik, Spieleverleih oder Tipps gegen Langeweile. Jetzt könnt ihr auch in den unterschiedlichen Voice-Channels miteinander sprechen und euch verabreden und ein bisschen gemeinsame Zeit virtuell verbringen. Wir Pädagogen sind auch regelmäßig für euch da. Für die Öffnungszeiten des virtuellen Jugendtreffs seht bitte auf Facebook oder Instagram nach oder schreibt uns persönlich eine Nachricht. Zum Abschluss zeige ich euch noch, wie man einen Textkanal kommentiert. Klickt dazu einfach unten in die Zeile und fangt an zu tippen. Das sind tolle Tipps. Enter und schon ist euer Kommentar gesetzt. Das war's auch schon wieder mit unserem kleinen Tutorial zu Discord. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ihr habt jetzt viel Spaß im virtuellen Jugendtreff Logo. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es super, wenn ihr es liked und bitte weiterteilt. Es wäre schön, wenn sich noch bald viele, viele Jugendliche in unserem virtuellen Treff anmelden. Also, bis bald!